Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sidabier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Ja, nachdem ich jetzt die letzten Tage wohl oder übel schon, ja wahrscheinlich schon einen längeren Zeitraum, mich der Workshop-Bug erwischt hat, ja, den gibt es tatsächlich, konnte ich das ein oder andere hier gar nicht mehr zeigen. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, hier fehlt immer das eine und das andere. Weswegen das Ganze zum Beispiel auch mit den FIS-Dateien zum Beispiel sein kann oder irgendwelche Objekte wurden halt nicht richtig mitgeladen oder ja, so weiter und so fort. Das ist richtig fiese Sache. Und das ist mir eigentlich, ja, wann ist mir das aufgefallen? Und zwar, wo ich mir ein neues FIS-Gerät halt runterladen wollte, hier aus dem Steam Workshop. Ich glaube, die OPU oder wie die heißt, OPU, keine Ahnung. Das wurde mir permanent nicht angezeigt, genauso wie dieses Repaint. Dieses Repaint ist jetzt erstellt worden von Alper und das wollte ich mir eigentlich mal angucken, so mal so ein bisschen, weil es halt von Lotus und so, so eine kleine Community Repaint oder sowas. Und das wurde mir partout einfach nicht angezeigt. Und ja, da war es dann klar gewesen, dass das Ganze ja irgendwo Probleme mit sich bringt. Und ich dann halt mal geguckt habe, ja, wie sieht's jetzt aus? Wie muss das verändert werden? Hab den Steven da mal angeschrieben und hab gesagt, ey Leute, was los? Was muss ich machen? Und hab das Ganze jetzt halt gemacht und siehe da, es funktioniert alles. Ich habe das Repaint und endlich kann ich euch die Budapest-Strecke zeigen. Die ist nämlich auch schon eine ganze Weile im Steam Workshop erhältlich. Ich konnte sie allerdings nicht zeigen, weil mir weder die Objekte angezeigt worden sind, noch die Straßentexturen oder sonstiges. Es war einfach nichts vorhanden, außer die Gleise. Die Gleise waren vorhanden, aber sonst war einfach nichts. Gähnende Leere war hier tatsächlich das Stichwort gewesen hier auf der Karte. Und siehe da, ich habe auf einmal Gebäude, ich habe Straßen, ich habe Texturen. Ja, das ist der Wahnsinn. Also solltet ihr irgendwie was mal bei euch, sollte irgendwann mal was vorkommen, passieren, dass ihr zum Beispiel was runterladet und das wird euch nicht angezeigt, dann solltet ihr versuchen, vielleicht auch mal diesen Bugfix zu machen. Das ist eine nervige Sache, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil ihr nämlich in diesem Bugfix, um das ganze Steam-Workshop-Bug zu beheben, all eure Sachen deabonnieren müsst. Das bedeutet, es ist einfach alles weg, was ihr drin hattet. Und ja, dementsprechend müsst ihr alles halt dementsprechend wieder neu runterladen. Also das ist der Wahnsinn. Jetzt fällt mir erst auf, wie stressig das ist, wenn du das Ganze halt wieder neu runterladen musst. Aber gut, jetzt funktioniert es wieder. Ich habe jetzt wieder die Möglichkeit, euch das Ganze hier wieder richtig anständig zu zeigen und hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und von daher würde ich sagen, schauen wir uns heute mal die neue Budapest-Strecke an. Und damit würde ich sagen, rüsten wir auf. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Ich mache mal ein bisschen lauter, damit ihr natürlich hier auch ein bisschen was hört. Das ist jetzt natürlich jetzt hier nicht das. Ich glaube, das ist das Nürnberger jetzt Gerät, was jetzt hier aktiviert ist gerade. Ja, ist natürlich fast identisch halt, ne? Es gab keine FIS-Datei. Von daher kann ich hier dementsprechend jetzt auch nichts groß schildern. Naja. Ist jetzt nicht so tragisch. Von daher können wir das Ganze jetzt dementsprechend. Kein Zieltext, okay. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Aber ich denke mal, wir sind soweit startklar, dass wir das Ganze jetzt hier dementsprechend mal probieren können. Stellen wir die Weiche hier vorne. Und damit legen wir mal los. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wer weiß, vielleicht habe ich schon die ein oder andere Strecke gezeigt, gespielt, obwohl ja, wahrscheinlich Objekte fehlen. Ne? Das wundert mich natürlich ein bisschen, weil die Updates, die ja von der Berlin M6 kamen, die wurden ja teilweise, also sie wurden ja übernommen. Aber irgendwie auch nicht. Also das ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt mal die nächsten Karten uns nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also die Berlin M6 und alles sowas, ne? Da müssen wir nochmal reingucken.
So, das war natürlich wieder ein bisschen knapp hier. Ich hab's aber auch mit dem Bremsen. Schön ist, wir sehen hier richtig schöne viele eigene Objekte. Also Budapest ähnlich hier halt. Ne? Also das ist schon hart. Also wenn normalerweise fährt die hier natürlich auch nicht so eine moderne Straßenbahn. Ich denke, die sind ein bisschen deutlich älter. Aber die Gebäude hier und so, wie wir sie alle sehen, eigentlich schön modelliert. Ne? Also da kann man absolut nicht meckern. Richtig breite Straßen halt auch. Erinnert mich so teilweise ein bisschen an die Linie 51, damals von TML Studios. Ja. Ein paar schwebende Häuser haben wir noch hier drin. Aber ich würde bis jetzt fast behaupten, hier ist nicht ein Lotus-Objekt drin. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so schade. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Ja, schöne Haltestellenschilder halt auch. Ne? Also auch wieder eigene, wie gesagt, Gebäude hier. Und das ist auch nicht hässlich modelliert, muss man sagen. Also das sieht echt hübsch aus. Ist ein bisschen detailarm, aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also muss ja auch nicht immer knackscharf alles sein. Aber wenn ich mir hier so diese Gebäude angucke, genau sowas hatte ich ja in der Richtung ja auch probiert gehabt. Ich habe es bloß nicht, also ich habe schon hinbekommen, aber meine sind halt einfach polygonreich, ja. Also die kannst du nicht wirklich in Lotus oder Omsi benutzen, ja, bevor die Performance dann da in die Knie geht. Aber hier, das sind richtig schöne Objekte. Das muss man mal lassen. Also Hut ab hier. Ich guck gerade mal. Die wiederholen sich auch gar nicht so oft. So, hier haben wir dreimal mit. Hier haben wir auch dreimal, aber das ist verkehrt rum. Hier haben wir, ja. Achso, okay. Hier haben wir das. Hier. Ja, gut, okay. Aber da guckst du ja schon genau hin. Aber so an sich, also so von den Objekten her, muss ich sagen, doch hat das was. Also es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Niveau. Einzige, was ist, sind das hier Tiefgaragen? Also so Garagen hier unten? Oder was sollen die Dinger hier unten darstellen? Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Häuser ein bisschen zu hoch sind. Naja, machen wir mal weiter, schon mal mehr, denn ich habe hier was gesehen, was ich ziemlich cool finde. Supermarkt. So, jetzt kann ich hier natürlich wieder kein Bild von schießen. Nee, müssen wir an anderer Stelle suchen. Ja, wie gesagt, hier sieht aus wie ein Supermarkt hier. Hier auf jeden Fall Durchgänge, also nee. Das hat hier schon irgendwie all seine Richtigkeit. Delikatesse.
Ah, hier sind leider ein bisschen viele Polygonfehler drin. Sieht natürlich nicht so schön aus. So. So, ja, so können wir es da nehmen. Dieses Bild. So. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal weiter. Hier zum Beispiel die Kirschen. Sind das jetzt. Ich glaube, die sind aber auch selbstgemachte, oder? Also, die können natürlich auch von Omsi sein oder sowas, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, wir wollen links rum. Also können wir die Schiene so lassen. Jetzt gibt es natürlich ein bisschen weniger zu sehen, ne? Also das ist zum Beispiel so die erste, so ein bisschen mehr Stadt. Und hier muss ich sagen, die Objekte, die sehen fantastisch aus. Also da hat er sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Mal gucken, ob er die Qualität so beibehalten kann. Aber das finde ich noch viel, viel geiler. Sonst wären wir jetzt auf jeden Fall dran vorbeigeschossen. Obwohl, hier ist noch Platz. Schaut euch das mal an, hier. Einfach mal anschauen. Wie gut sieht diese Brücke aus? Hallo? Das sieht wirklich edel aus. Texturen, die sind super. Ja, also man kann wirklich richtig gut rangehen. Auch hier unten alles schön verbaut hier, sodass hier jetzt hier, also man nicht von unten nach oben durchgucken kann. Richtig schön mit abgerundet Treppen nach unten. Also die ist jetzt hier jetzt nicht wirklich jetzt eine Treppe, aber das ist halt alles ein Element. Ne? Also das finde ich echt hübsch. Ja, wie gesagt, jetzt hier bei der, hier bin ich mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Nee, ich glaube, das ist kein Außenlotus, oder? Aber guck doch mal an, wie gut das aussieht. Ja, ich merke schon, ich kann noch einiges lernen in Blender. Ich kann noch einiges lernen hier im Blender, definitiv. Hier haben wir mal ein bisschen modernere, hübschere Häuser. Wenn man sich jetzt, naja, wo hier unten ist wieder räudig, hier oben ist hübsch. Aber wie gut das Ganze halt einfach aussieht, das ist schon fantastisch. Richtig schöne breite Straßen auch, damit nachher wirklich Platz für die KI-Fahrzeuge sind. Also auch hier kann man absolut nicht meckern. Die Texturen, wie gesagt, das ist echt hübsch. Ja, wie gesagt, das Ganze mit der Abzäunung, das ist wirklich toll gemacht. Hier ist Wasser, das sieht natürlich ein bisschen komisch aus, das Wasser. Das ist halt nicht so blau, wie wir es kennen. Das ist so, ja, Wasser, wo man wahrscheinlich nicht schwimmen möchte. Wahrscheinlich. Aber auch hier wieder, ne, verschiedene Auffahrten, Abfahrten und. Hier, richtig mit Unterführung sogar noch hier und alles sowas. Also das schwebt jetzt hier alles ein bisschen in der Luft. Das ist mir bei dem anderen Stück vorhin schon aufgefallen. Vielleicht hat es noch irgendeinen Hintergedanke. Ja, aber das sind alles einzelne Bauten. Das ist kein zusammenhängendes Stück auf jeden Fall. Aber ich finde, das sieht wirklich gut aus. Also das kann sich mehr als sehen lassen, definitiv. Also das habe ich so bis dato noch gar nicht gesehen, ja, dass es halt schon so was Wuchtiges gibt. Das ist Wahnsinn. Ja, ich glaube, das war es dann, glaube ich, auch erstmal so von der ersten. Weil da hinten ist, glaube ich, wir fahren jetzt einfach mal weiter geradeaus.
den Ladebildern oder halt auch Bilder allgemein jetzt hier von der Budapeststrecke ist auch ein Zug abgebildet, den es so noch gar nicht in Steam gibt, ja, also den es so Lotus offiziell noch gar nicht gibt zum Runterladen. Ich bin mal gespannt, ob dieses Fahrzeug mit dazukommt, weil das passt natürlich auch wunderbar hier auf diese Karte rauf. Das ist auch so ein älteres Modell. Ich würde schon fast behaupten, dass es doch nochmal einen Ticken älter ist als der BKVT, den wir ja hier schon für den Lotus-Simulator haben. Also das, so sieht es auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall muss man absolut sagen, dass das hier wirklich großartig aussieht. Das sind wirklich alles eigens gebaute Objekte. Ja, man muss jetzt gucken, wie sich die Karte weiterentwickelt. Also da bleibt mir auf jeden Fall da nichts anderes zu sagen. Ich finde es halt toll, muss ich hier wirklich sagen, dass ich so gut wie keine Lotus-Objekte gesehen habe, also Lotus-eigene Objekte, sondern vielmehr so Objekte, die es so nicht gibt. Ja, also die selbst erstellt worden sind jetzt hier für den Lotus, also für diese Strecke Budapest. Sonst muss ich sagen, es ist eine interessante Streckenführung. Straßen sind wirklich, wirklich schön breit. Also das sieht hier alles sehr, sehr geordnet und ich sag mal schön aus. Auch wenn es da, wie gesagt, jetzt in der Stadt jetzt von den Häusern jetzt her jetzt gesehen jetzt so ein bisschen eigenartig hier halt aussieht. Aber also es ist halt schon alt hier, ne? Und hier sehen wir auch, ne, der Stern, ne? Und die Gebäude sind natürlich mehr als baureif. Also es ist schon krass, wie manche Menschen leben müssen in anderen Ländern. Also das uns geht es hier eigentlich viel zu gut, muss man mal sagen. Um das mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auf jeden Fall interessant. Guck mal, hinten geht es echt noch weiter. Also, das ist noch lange nicht alles gesehen hier von der Karte. Die ist mega riesig. Hier ist der Betriebshof, oder? Das war der Betriebshof, wo wir dran vorbeigefahren sind, ne? Ich glaube schon, ja. Also, hier geht es auch irgendwie, wir sind ja hier gerade ausgefahren. Und hier links ging auch nochmal Gleise lang, also ein Gleis lang, es ist sogar nur ein Gleis, was hier lang geht. Also das Konzept hier wirklich bin ich gespannt. Hier haben wir zum Beispiel auch mal ein größeres Gleis, eine Gleisanlage hier, also das ist ja, aha. Aber hier hinten erschließt sich dann alles wieder, ja, zip, 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 und dann wird es dreispurig. Dann geht sogar ein hier in die Fabrik rein. Hier ist auch alles schon mit Oberleitung. Und auch die Oberleitung, Wahnsinn. Ja, hübsch. Also mehr bleibt mir dazu aktuell gar nicht zu sagen, als dass ich das mega, mega hübsch finde. Auch der Kopfsteinpflaster hier, das sieht auch echt hübsch aus. Mein Gott. Hat man mich mal wieder überrascht hier. Hat man mich mal auf jeden Fall überrascht. Ich bin mal gespannt, wie das Projekt hier weitergeht hier mit Budapest. Ich weiß, wie gesagt, die Karte ist jetzt schon länger draußen. Und klar, ich wollte es euch schon zeigen, schon längst. Aber nachdem ich dann halt keine Objekte gesehen hatte und einfach nur so eine komische Textur, also eine Textur da war, aber keine richtige Textur drauf war, sondern irgendwie sowas, naja, es war halt blau gewesen. Das hat der eine oder andere bestimmt schon mal gesehen. Wem da schon mal die Textur da irgendwie so gefehlt hat. Und tja, von da bin ich ausgegangen. Oh, gut, da ist dann halt nichts, ne? Aber tja, so schnell wird man als Besseren belehrt, wenn man dann mitbekommt, so, irgendwas stimmt jetzt hier aktuell mit dem Lotus-Simulator nicht. Aber interessant, auf jeden interessant, interessant. Ich werde auf jeden Fall darauf jetzt zukünftig jetzt achten, dass das jetzt das Ganze passt. Das Problem ist, Lotus schreibt dir dann nicht, du hast einen Workshop-Bug oder sowas oder hier oder da. Das ist mir jetzt halt wirklich nur zufällig aufgefallen. Das ist halt schon echt fies, wenn du das halt, ja, gar nicht so mitbekommst halt, dass da irgendwo ein Problem vorhanden ist aktuell. Und da musst du dann halt dementsprechend halt immer drauf achten und gucken, ja. Ich weiß nicht, da müsste man irgendwie von Lotus Seite her irgendwie so ein, ja, so ein Überprüfungstool irgendwie versuchen zu integrieren oder sowas, der halt immer nachprüft, ob da irgendwo Fehler vorhanden sind oder ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Entwickler.
Wie gesagt, mir persönlich ist es halt jetzt nur zufällig aufgefallen und das hätte ich wahrscheinlich jetzt bis dato jetzt gar nicht mitbekommen, wenn das jetzt mit dem Repaint jetzt halt nicht gewesen wäre und ich mich da ein bisschen drüber gewundert habe, warum das Repaint mir nicht angezeigt wird. Und dementsprechend war es dann halt so gewesen, dass dann, ja, dieser Bug dann da vorhanden ist. Naja, gut. Das war auf jeden Fall Budapest. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare posten, wie euch die Karte gefallen hat, wie euch das Ganze gefällt mit den eigenen Objekten. Oder habt ihr doch noch Lotus-Objekte gesehen? Wie gesagt, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen. Jetzt hoffentlich wieder mit einem Lotus-Simulator, der ganz ist. Und damit verabschiede ich mich. Bedanke mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.